herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gregors Gaming Gyros. Kürzlich vor der Aufnahme dieses Videos habe ich gerade den 2012er Roundup Plauschangriff Podcast für Game One fertig geschnitten und mir ist dabei aufgefallen, natürlich, es gibt noch jede Menge Retail-Spiele aus 2012, die ich noch nicht wirklich so richtig angehen konnte. Also mein Stapel der Schande ist noch relativ hoch und Sleeping Dogs, ich habe dich nicht aus dem Auge verloren, du bist bald fällig, aber es gibt auch jede Menge an kleineren Sachen, so zum Beispiel Indie-Games oder speziell Download-Spiele, die ich mir eigentlich angucken wollte, aber noch nicht die Gelegenheit hatte. Aber wenn ich schon jetzt ein paar neue Gregors Gaming Gyros Videos produzieren will, bietet es sich ja förmlich an, mir sozusagen ein kleines Indie-Special dann zurechtzulegen, indem ich drei der Titel aus 2012, die ich verpasst habe, so nachholen kann. Und es ist ja auch vom Vorteil, glaube ich, in dem Format, wir verwenden ja nicht allzu lange Zeit hier auf die Spiele. Ich glaube, man kann sich einen besseren Eindruck von dem Client, von dem Download, von dem Indie-Game machen, als denn von dem ausgewachsenen 350-Stunden-Rollenspiel. Und wie gesagt, ich habe mir drei Titel ausgesucht. Wir fangen heute mit dem ersten an. Das ist Fez, oder auf Deutsch, glaube ich, würdest du sagen Fez, das Indie-Jump'n'Run für die Xbox 360. Bei der nächsten Ausgabe wird dann dran sein Hotline Miami, der doch recht umstrittene Shooter, Top-Down-Shooter für PC auf Steam, und Save the Best for Last habe ich mir dann auch aufgespart. Ich werde es wagen und mich in Katawa Shoujo einarbeiten, die Visual Novel / Dating Sim, in der es darum geht, körperlich behinderte Mädels zu daten. Mag sich merkwürdig anhören für die Leute, die bisher davon noch nichts gehört haben, aber ich habe es noch nicht probiert. Als Visual Novel Fan bin ich mir das eigentlich schuldig und ich höre sehr viele positive Stimmen natürlich dadurch, die auch vor allem wollten, dass ich mir das Spiel dementsprechend angucke. Und ich bin mal gespannt, auch wenn ich jedenfalls noch nicht mit Absicht bewusst körperlich behinderte Mädels angesprochen habe, wie viel von den Real-World-Skills lassen sich denn so auf eine Dating-Sim wohl anwenden. Ich bin sehr gespannt, aber das ist dann und heute ist heute. Lasst uns nicht allzu länger warten. Ich mache den Hallo Spencer mal wieder und dann steigen wir gleich in Fez ein. 1, 2, 3. Frei. Ne, meins wollte ich sagen, aber ich habe falsch rumgezählt. Also jetzt kommt Fez. Tja Leute, und da wären wir angelangt im Startbild von Fez. Ich werde mal bei der englischen Aussprache bleiben, weil Fez hört sich für mich immer ein bisschen dämlich an auf Deutsch. Ich werde gleich A drücken zum Starten und währenddessen, ich glaube, das Intro ist aber noch nicht allzu lange, soweit ich gehört habe, ein bisschen was dazu erzählen. In einer Galaxie lange vor unserer Zeit. Okay, Help und Options. Mal sehen, gibt es da irgendwas zum Einstellen? Also mein erster Gedanke wäre es jetzt, die Steuerung zu invertieren, aber es ist ja kein 3D-Shooter. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal anderswo angesprochen habe, aber gute Menschen spielen nur invertiert. Wer nicht invertiert spielt, der kann das nicht richtig. Also was haben wir hier? Bewegung, Stick und Steuerkreuz ist okay. Umschauen mit dem rechten Stick. Links und rechts L und R, Rotate Left, Rotate Right. Action ist X, Y Inventory, B Talk, A Jump. Na gut, ich werde es wahrscheinlich eh dann mir innerhalb des Spiels dann ranschaffen müssen. Alles, was ich von dem Spiel bisher gesehen hatte, ich weiß ungefähr, um was es geht. Aber ich glaube, wir werden es auch gleich dann mal visuell für uns herausfinden können. Ist die Tatsache, mich hat es sehr an Cave Story erinnert, wem Cave Story kein Begriff ist. Und hier, da sehen wir es gleich an diesem Startbildschirm. Auch der Hauptcharakter sieht sehr nach Cave Story aus. Oh, ich kann mich hier schon bewegen, das ist doch schon mal sehr gut. Cave Story ist ein selbstgemachtes Jump'n'Run, oder besser gesagt ein selbstgemachtes Metroidvania von... Oh, kann ich hier auf die Sachen drauf? Ah, ich verschwinde da teilweise davor, teilweise dahinter. Kann ich hier irgendwas drehen? Nein. Action, Talk oder alles? Oh, press up to enter a door, ja. Cave Story ist ein Indie-Jump'n'Run gewesen, oder besser gesagt ein Indie-Metroidvania, bei dem eine einzelne Person ein komplettes Spiel gebaut hat und das als Freeware für den PC.
dann verkauft, besser gesagt nicht verkauft, zum Download bereitgestellt. Und das war so erfolgreich, also so viele Leute haben es runtergeladen, weil es vor allem auch ein gutes Spiel war, in diesem so doch sehr ähnlichen simplifizierten Grafikstil, sich aber wie eben ein gutes Metroid-Spiel gespielt hat. Dass es mittlerweile 8 Millionen Versionen dann davon gibt. Dear Gomez, please meet me at the top of village. I have something very important to tell you. Today is special day. Geezer. Gomez kenne ich sonst nur aus der Addams Family. Also, that creepy and that cookie. Mysterious and spooky. That all together hooky. Ah, okay. Also, ich befinde mich noch hier auf einer 2D-Ebene. B to talk to villagers. I could run around all day. In fact, I will. Gomez. Hi, Gomez. Sehr lustig. Kann ich mich auf diesen Stuhl draufsetzen oder irgendetwas machen? Ja, und Cave Story, wie gesagt, das war ein Metroidvania. Ich habe es sehr gern gespielt. Oh, was war denn da? Hold. B to read sign. Gomez's house, ja. Apostroph S. Weil es ja britisch, ist ja englisch. So. Ah, nach oben. Ah, okay. Nach oben gedrückt halten, dann hängt man. Und Shimmy bedeutet sich entlanghangeln. Das wird wahrscheinlich dann auch noch wichtig werden. Ja, und gerade der Grafikstil ist eben sehr ähnlich. Dieser 2D-Pixel-Look mit diesen echt kopflastigen Figuren ist eben bei Cave Story auch. Ich dachte im ersten Moment, das ist vielleicht der gleiche Mannequin, der gleiche Entwickler, der das gemacht hat. Aber der ist momentan mit anderen Projekten beschäftigt. Das ist ein Spiel von einem Kollegen, der heißt Phil Fish. Amerikanischer Entwickler, und der hat auch das Spiel fast in Eigenregie dann gemacht, über mehrere Jahre daran gesessen und entwickelt, und ich kann mich auch noch erinnern, ja, bald wird Fers irgendwann mal fertig sein, und das ging wirklich über mehrere Jahre dann hinweg. Okay, hier finde ich noch nichts. Bis das Spiel dann das hier rausgekommen ist, und Phil Fish hat ein bisschen so für Kontroverse gesorgt im Netz mit einigen seiner Aussagen, weil er hat auf, ich glaube es war auf einem Panel auf einer E3 oder einer andersweitigen. Ah, warte mal, vielleicht kann ich mich hier. Kann ich? Na, ich dachte, ich kann mich an einen Windmühlenflügel ranhängen. Ah, ich kann hier so hoch. Das ist okay, das ist nett. Der hat für ein bisschen Kontroverse gesorgt, weil er gesagt hat, dass Japaner können keine Spiele mehr designen. Und ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen worden, diese Aussage, weil er dann auch noch das vorgegriffen hat mit anderen Sachen. Hat also für so einen kleinen Shitstorm dann im Netz gesorgt. Das tut aber der Qualität von Faz selbst, glaube ich, keinen Abbruch. Sagt, ich weiß nur, dass es eben ein Action-Jump'n'Run ist, ne? Achso, was war denn nochmal Talk B, ne? There's no such things as Devil Squares. Only regular Squares. Ist Devil Squares was aus Catherine? Man muss ja auch die Blöcke hin und her schieben und wurde man von Teufelsbabys verfolgt. Okay. Oh, aber es ist dunkel geworden. Kann ich hier rein? Ja, und dieser Phil Fish hat eben für ein paar Kontroversen gesorgt. Das tut, wie gesagt, der Qualität des Spiels hier keinen Abbruch. Hat sich auch recht gut verkauft bei Xbox Live. Ich habe zuletzt bei einem der Weihnachtsangebote zugeschlagen, wo es das Spiel anstatt für 800 Punkte, also umgerechnet 10 Euro, für nur 400 Punkte gab. Und ich finde, das ist doch ein sehr anständiger Preis für so ein Game. Ich vergesse immer, ich will irgendwie nach oben drücken mit den Rädern, aber es ist ja B. You're looking nice and flat today. Danke sehr. Kann ich... Oh Gott, bin ich gestorben? Ah, aber... Ah, okay, ich kann nicht allzu großen, keinen allzu großen Fall überleben. Deshalb glaube ich, sollte ich besser hier dann mal rauf. Und natürlich tauge ich schon wieder nichts. Ist ein bisschen irritierend mit den Ranhangeln noch. Ja, aber dadurch, dass mir das Spiel hier natürlich dann empfohlen wurde, ich wollte es mir ja sowieso mal angucken, aber jetzt umso verstärkter, und da konnte ich eben nicht Nein sagen, hier kann ich absaven, oder was war dieser Block dann dort? Wollte ich es mir natürlich mal angucken und sehen, was so Tolles dran ist. Es ist vor allem auch bei vielen Jahreslisten, jedes Mal ändert sich die Tageszeit, das ist auch cool. Kann ich den Baum so raufklettern? Nein, noch nicht. Oh, auch schöne Schatteneffekte vor allem, das finde ich auch sehr cool. Achso, da bin ich... Gott, wo bin ich denn hier? Da, rauf. Hier rauf. Okay. Hier war ich, glaube ich, schon drin. Unter anderem auch beim Giant Bomb Cast, giantbomb.com, eine doch sehr ansprechende Internetseite aus dem Amiland. Ich höre die Podcasts ganz gerne, muss ich sagen. Das sind teilweise zum Schreien komisch. Ich glaube, da
werden wir teilweise auch ein bisschen mit denen verglichen, aber. Ah, there you are. Ah, mal sehen. Today is a special day. Adventure is ready. It's Gomez time, okay? Anytime now. Just there you go. Okay. Ein GameCube erscheint. Jetzt kommen so die. Und die lachenden Kinder, wenn man die Z-Taste gedrückt hält beim GameCube-Start. Also, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Die eigentliche Geschichte ist, dass Gomez Morticia suchen muss. Wahrscheinlich. Aha. Und jetzt sind wir bei Hellraiser gelandet. Okay. Das kann ich nicht so ganz lesen. Ich muss sagen, ich mag diese Art von Stil wirklich sehr. Das ist eben ein Spiel, wo du nicht sagen würdest, es hat per se großartige Optik, aber. Guck mal. Und hier auch eine sehr coole Sache bis jetzt. Sah alles aus, als ob es 2D-Grafik ist, dadurch, dass es auf einer flachen Seite nur präsentiert wurde. Aber eigentlich besteht alles aus 3D-Polygonen. Das heißt, man kann die Umgebung komplett drehen. Du hast aber trotzdem immer noch diesen 2D-Look erhalten. Das können nur wenige Spiele, die wirklich auch stilistisch auf sowas hingehen. Sowas wie ein Paper Mario. Da gibt es aber den Unterschied zwischen den Figuren und der Welt. Die sind doch schon relativ unterschiedlich. Okay, und jetzt fällt ein Apfel vom Himmel. Finde ich aber auch nicht schlecht, weil man dann später rausfindet, man ist in irgendwie so eine Art TV-Kino-Welt gefangen und dann Gomez sucht Morticia aus der Addams Family, aber dann landen sie bei Hellraiser im Kubus und müssen dann mit Pinhead oder sowas dann sich duellieren in irgendwelchen Rubik's Cube-Wettbewerben. Ah, da ist der Face. Use LTR to change your perspective. Ah, sehr cool. Ich kann. Wow. Alter. Ich kann die Perspektive drehen mit L und R. Kennt man ja sonst von so Strategierollenspielen, damit man die. Alter. Ich hab gerade. Okay, das soll so sein, oder? Das ist hier großartig. Okay. Ich hatte gerade ein bisschen die Befürchtung, dass die Xbox abgeraucht ist, weil das macht sie ja durchaus mal gerne, aber ich kann noch keine roten Ringe dann sehen. Das finde ich ist eine saucoole Idee. So eine Art Windows-Betriebssystem, also quasi, wir haben das Spiel gerade rebootet, dadurch, dass wir uns der Kraft des Kubus ergeben haben. Also ihr könnt gerne mal feedbacken in Richtung dieses Videos hin. Ich versuche heute das mal alles mit einem bisschen kleinen entspannteren Stil zu machen, wo ich vielleicht nicht so schnell rede und ein bisschen mehr auf meine Aussprache achte. Ihr müsst mal sagen, wie das rüberkommt, ob euch vielleicht eher das rapide, oh, ich habe mein Fest, ah, oh, cool, ich habe mein Fest an. Ob euch vielleicht diese Art dann eher gefällt, das ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sich das auf mein Gameplay natürlich gleich auch auswirkt, aber oh, das ist ja so, das sieht ja sehr, sehr cool aus. Oder ob das nur eine Stilfrage der Aussprache ist, aber das sollte vielleicht hilfreich für uns alle sein, was jetzt die Anhörbarkeit dieser Videos dann angeht oder nicht. Something went wrong, I need your help. I was sent to guide you, I am Dot. The hexahedron has been fragmented, shattered and scattered all over the world. You must restore it. Without it, everything will collapse. You have received a gift. A great secret. There is a world beyond your village and dimensions beyond the ones you occupy. Er wurde von der 2D-Dimension sozusagen, ihm wurden, ja, er hat die rote Pille bei der Matrix genommen und kann jetzt in 3D. The marking indicates it won't open until you have collected at least one cube. Ah, okay, ich muss diese Kuben sammeln, um dann die Türen zu öffnen. Ja, von der 2D-Welt auf die 3D-Welt, er weiß, dass da eben noch mehr Dimensionen da sind. Kennt jemand noch Archibald der Weltraumtrotter? Oder Adola, glaube ich, war der andere Name. Das ist so eine. War es eine tschechische Comicserie aus den 60ern, 70ern, ist hier dann gelaufen im normalen, also im normalen, im Westfernsehen und im DDR-Fernsehen. Da war
Ein kleiner Junge, der ist mit seinem Hund und einer aufblasbaren Rakete auf verschiedene Planeten geflogen. Und da gab es unter anderem eine Folge, wo sie auf einem 2D-Planeten gewesen sind, der eine komplette Scheibe war und da wirklich nur so 2D-Männchen gewesen sind. Ja. Und er war natürlich in der dritten Dimension und hat versucht, mit denen zu interagieren. Ne. Man konnte zum Beispiel sehen, wenn die 2D-Männchen, das war natürlich nur so Scherenschnitt, wenn die gegessen haben, ist das Essen so dem Verdauungstrakt runtergegangen. Ne. Und die dachten, er wäre Gott, weil er auf einmal aus einer anderen Dimension dann redet. Ah, ich habe einen Kubus gesammelt. Oder ein Teil des Kubus. Ist das... Ich kann jetzt runter. Oh, ich sehe das... Das wird wahrscheinlich... Ah, hier aber. Ah, okay. Indem ich auf die Rückseite dann gegangen bin, konnte ich hier runtersteigen. Und jetzt drehe ich die... Ah, und ich drehe die Welt dann hier auch nochmal. Okay, und es ist... Ah, und ich bin auch relativ in der Welt, in der Position hier drin. Ne? Ich kann jetzt nicht in die Tiefe gehen, sondern ich muss die Welt drehen, um sie zu drehen. Wenn ich... Oh, wenn ich anfange zu laufen, dann kratze ich natürlich ab. Weil dann war hier war doch die Tür dann irgendwo, oder? Das hat aber, glaube ich, noch nicht gereicht, ne? Ja, bei Adula, der Weltraumtrotter, gab es diese 2D-Welt und da waren, so langlebig ist die Geschichte nicht. Es gibt die mittlerweile auch auf Amazon zu kaufen, aber ich habe die immer ganz gern geguckt. Als Kinder gab es auch die Welt, wo die komplette Gesellschaft daraus bestand, was sie aus irgendwelchen Krimi-Romanen gelesen haben, irgendwie so sehr ähnlich zu Star Trek. Da gibt es auch eine Folge von dem ganz alten, wo genau eine komplette Gesellschaft ihren Werdegang auf eine Gangsternovelle dann hat übertragen lassen. Oh, komme ich hier irgendwie rüber? Okay. Ah, ich kann vielleicht hier rauf und hier rauf. Ups. Ah, und dadurch, dass ich hier gedreht habe, bin ich wesentlich näher dran gekommen, um das zu machen. Das wird, glaube ich, alles noch sehr spannend, ob das mit meinem abstrakten Denken so funktioniert. Kann ich jedem ans Herz legen, die ist natürlich mittlerweile einigermaßen gealtert, der liebe Adula. Der Weltraumtrotter. Schaffe ich es hier so rüber? Ja, ne? Ein Treasure Chest. Ja, mit X machen wir so. Lass mich raten, ein Kubus ist drin, oder? Ne, ein Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. Den haben wir dort gesehen. Ja, und mal sehen, wie das mit so diesen 2D- und 3D-Spielereien wirklich funktionieren kann. Es ist echt eine andere Erfahrung für mich, da mal bewusst ein wenig langsamer zu sprechen. Wie gesagt, gebt mir Feedback, ob das euch gefällt oder nicht. Oder ob ihr dann sagt, das ist nicht der Gregor, den wir kennen. Da brauchen wir noch jede Menge mehr an S und A's und Geschmatzere. Ist nicht so entspannt, wie wir erhofft haben. Warte mal, konnte ich mir irgendwo gucken, nee, wie viele Kuben ich denn schon habe. Cube Shards. Ich bin da oben gewesen. Bin ich hier? Vielleicht sollte ich auch mit den Leutchen mal quatschen. Oh, was ist denn das hier? Aha. Oh. Okay. Ah, wenn ich in der Luft drehe, dann bleibt er kurz in der Luft, bis es dann umschwenkt. Okay, und wie komme ich hier wieder raus? Kann ich gerade die Tür nicht sehen, weil ich den Monitor zu dunkel eingestellt habe? Okay, ich bin hier gerade. Das ist doch eine Wand, oder nicht? Ist hier irgendwo eine Tür? Gott. Ah. Da ist die Tür. Okay, mein Fernseher ist ein wenig zu dunkel eingestellt. Und deshalb... You're back. You were gone a long time. Oh, Entschuldigung. Aber ich komme bald vielleicht... Hey, heiße Schnitte. Hast du noch was? Nee, you're back. Ups. Naja, eventuell fehlt mir noch ein Kubus, aber ich war jetzt nicht so super. Ups. Ich hätte runtersteigen sollen. Ja, ich war jetzt nicht so super achtsam, was das angeht. Verdammt. Muss mal gucken, was die richtige Fallhöhe ist, aber vielleicht reicht es ja jetzt schon. Cube Shards, ein Schlüssel. Ah, warte, in meiner Kiste war der Schlüssel drin. Wenn das jetzt schon
parallel erzählen und dann auch noch so ein Spiel spielen, wo du wahrscheinlich dein Hirn richtig zermartern musst, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass wir über die ersten ein paar Leveln dann herauskommen. It's not possible. Okay, da kann ich da. Hier war ich schon drin vorhin, ne? Ah, okay, vielleicht lohnt es sich auch nochmal in die Häuser zu gehen und dann die Perspektive zu drehen, um da neue Impulse. It's your turn. No, I'm tired. Ah, das war mein Fast-Vorgänger. Plus there's the eye thing. Was? Okay. So ein Fotoapparat. Ah, okay, das scheint mein Fast-Vorgänger gewesen zu sein. Den ich jetzt ablösen muss als Retter der Welt. Wie gesagt, das gab es für 400 Punkte bei Microsoft in einem der Sales. Und ich... Oh, hier rein. Ah, vielleicht... nee, Moment. Oh, nee, ich will hier wieder raus. Hier finde ich ja nie wieder dann raus, wenn ich nicht richtig drauf achte. Da ist die Tür, wie man so schön sagt. War das Lotto King Karl? Da ist die Tür. Und da ist die Tür, ne? Ich weiß es nicht. Eine Schatzelkarte. Je nach Umfang sind vielleicht auch die 800 Punkte dafür ist durchaus wert. Wahrscheinlich, also viele haben gesagt, die es kennen, dass da durchaus das auch eins der Spiele gewesen wäre, wo die gedacht haben, 800 Punkte, ihr könnt das Spiel doch nicht nur für 800 Punkte verkaufen. Aber das war ein bisschen was, so eine Vorgabe von dem Phil Fish, glaube ich, selbst, ne? Der wollte das Spiel nur auf dieser Plattform vorerst rausbringen. Also sowas würdest du ja normalerweise auch auf Steam sehen, aber warte mal, da gab es doch eine Map-Taste, oder? Ah. You figure it out yourself. Okay. Verstehe ich nicht. Treasure Maps. Kann ich eigentlich, wenn ich mich lang hange? Warte mal, kann ich hier... Ah, ich kann im Hintergrund auch hangeln. Das finde ich auch cool. Mal sehen, ob ich hier irgendwo noch welche Shards sehe. Oder Kuben sehe, die ich aufnehmen kann. Ah, warte mal, war ich in dem Häuschen hier von der Seite drin? Ich bin mir nicht sicher. Ja, irgendwo muss es doch bestimmt auch noch eine geben, die in dem Haus versteckt ist. Irgendein Kubus. Da! Ach, ich bin so klug. K-L-U-K. Aber mir fehlen noch drei, um einen voll zu machen. Also ist da noch ein bisschen was hier vonnöten, um es zu finden. Okay, jetzt gehen wir mal hier hin. Und noch ein Kubus. Komm zu mir, Baby. Verschiedene Fotos an verschiedenen Wänden. Scheint mir vielleicht so das Haus eines Karatekämpfers geworden zu sein. Sieht man vielleicht am Headband oder so. Und oh, warte mal. Der rote Kubus hat bedeutet, dass es gerade gespeichert wird, ne? Da ist der Ausgang. Ja, wenn ich den Fernseher hier ein bisschen zu hell einstelle, dann strahlt das zu sehr ins Gesicht ab und da sehe ich nur noch wie ein weißes Irgendetwas aus. Und das ist mit meiner, sagen wir mal, nicht allzu gebräunten Komplexion plus Dr. Glatze hier oben, der strahlt dann ein bisschen zu sehr ab. Deshalb kann ich es mir nicht erlauben, in Sachen des Videos den Fernseher ein bisschen heller zu stellen. Wie viel? Zwei haben mir noch gefehlt, ne? Aha, warte mal. War das schon immer dort rot? Okay, Treasure Map. Mal gucken, wie lässt sich das denn hier auf die gesamte Welt anwenden? 3, 2, 4, 3. Oh Gott, ist wieder kompliziert. Ah, bleiben die Türen wenigstens offen, wenn ich irgendwo mal reingegangen bin? Das schon, ne? Also kann ich, ist ja vielleicht ein guter Indikator, dass ich daran sehen kann, dass ich schon mal hier gewesen bin. Ah!
Aha. Oh, es ist ein Kamin etwa? Ah, okay, das ist cool. Was haben wir denn hier drin? Noch ein Schlüssel? Nein, jetzt muss aber ein Kubus dran sein, bestimmt. Noch ein Schlüssel. Okay. Clever, clever. Hier nach oben komme ich dann hier raus, ja? Ah, okay, dann suche ich nochmal die restlichen Räume ab. Und guck mal, was ich noch nicht aufgemacht habe. Das habe ich aufgemacht. Da sind ein paar Häuser, die sind auch rot, ne? Ah, hier war das hier. Where did you go? I saw a devil square. Hier ist doch bestimmt irgendwo noch eine andere Tür, in der ich noch nicht. Ah, vielleicht sollte ich mal bei mir zu Hause vorbeischauen. Nee, das war's nicht. Aber das war mein Zuhause, oder? Hier habe ich ja noch nicht. Ist kein Kubus. Das ist eine Lampe, ne? Das ist eine Lampe und kein Kubus. Aber ein Schlagzeug hat er. Der kleine Gommeth. Oh, ist das. Also. Das sieht doch aus wie der Startscreen von Adventure of Link, oder? Na, also wenn die Schrift jetzt nicht da wäre. Das hier meine ich, wo ich gerade hier vorher springe von Zelda 2 auf dem NES. Fehlt eben noch die Schrift zu Adventure of Link. Aber ich weiß, da ist doch so der Himmel und dann der Wasserfall. Ich müsste das mal nachchecken, aber ich glaube, ich habe recht. Sehen, was sagt denn die Zeit überhaupt? Ah, ist ja doch schon einigermaßen. Ja, also gefühlt hatte ich jetzt den Wunsch, sagen wir mal, diesen Part hier fertig zu machen, plus eventuell einen weiteren Level. Aber ich glaube, ich bin so langsam heute drauf, dass wir vielleicht nur den Part hier schaffen könnten. Aber wir werden es ja sehen, wie weit. Ah, da sind natürlich hier sind noch Türen, in die ich nicht reingegangen bin. Also ich will das Video jetzt nicht allzu lange dauern und wenn wir alle einen guten Eindruck von dem Spiel hier bekommen haben und vielleicht ohne viel zu spoilen. Hallo Schatzel, can it be? A new direction? Wow. Oh, die sind auch von der 3D-Welt. Dann, ah, wie man vom Eckschwein zum Menschen. Dann. Ja, hier kann man wahrscheinlich jede Menge entdecken. Oh, hier, und das, was ich meine, hier, der Verdauungstrakt, ne, von dem 2D-Menschen sieht ein bisschen so aus wie bei Adola der Weltraumtrotter. Ah. Ich finde es auch cool, dieser Tageszeitenwechsel natürlich, da es alles auf so doch viele Kontrastfarben dann hingeht. Waren wir hier schon dran? Oh, ah, und das sollte es sein, oder? Okay. Ich habe den Kubus voll, ne? Geil. Okay, das heißt, ich kann jetzt durch die Tür schreiten. Da bin ich sehr gespannt. Achievement unlocked. Ich gebe ja nicht allzu viel auf Achievement, muss ich sagen. You did it. Unseal the door, let's go. Ich gebe nicht allzu viel auf Achievements. Ich würde sie eher am liebsten eigentlich löschen können. Damit ich das jetzt nicht unbedingt da alles auf meinen Gamertag dann drauf haben könnte. Finde ich schade, warum kann man nicht Achievements einfach löschen bei sich, ne? Ich weiß jetzt nicht, was der Grund da ist, dass man, ups, das ständig dann da haben müsste. Vor allem, wenn du ein Spiel mal kurz angetestet hast für 5 Minuten und das dann nicht spielen willst, aber du hast das erste Achievement freigeschaltet und schon steht es auf ewig in deiner Liste. Aber gut, bei Faz werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr da machen. Gut, wir schauen uns nochmal ein bisschen an, was uns hinter dieser Tür erwartet. Hey, listen! Erst einmal outside the village, if you get lost, you can use the world map. Ah, okay, hierfür ist die world map da. Oh, what the hell? Das ist die Heimatstadt, das ist die Hub World. Sozusagen. Okay, oh. Hat jetzt auch ein bisschen was von Metroid Prime. Oh, each one represents a place in the world. Gold means you have found every item. A secret passage. Okay. Gut, wir schauen uns mal um, was man hier denn so machen kann. Aber ich glaube, ich werde hier alle Achievements holen, ja.
Ja, interessiert mich nicht so wirklich besonders. Ich habe in keinem Spiel bisher so 1000 Gamer-Score gemacht, weil es ist natürlich verlockend für ein paar Sachen. Also wenn ich dann sage, okay, wenn ich den einen. Ja, das ist klug, das ist klug. Lieber mal so, weil den anderen Sprung hätte ich so nicht geschafft. Ne? Hier kann ich wieder umdrehen. Noch ein Kubus. Und hier nochmal. Und noch einer. Ja, ich brauche jedes Mal. Oh, da. Ich brauche jedes Mal 8 anscheinend, um die nächste Tür zu öffnen. So. Nee, ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter. Okay. Ah, vielleicht erstmal hier und hier rauf. Okay. Und jetzt hier rauf. Und ich habe das voll. Ja, in keinem habe ich 1000 Achievement-Punkte und auch in keinem alle Trophies geholt. Ich glaube, das eine, wo ich am nächsten dran ist, dass ich die Platinum-Trophy hole für die auf dem PlayStation-System, ist auch bei Virtua's Last Reward, weil da kriegt man eigentlich die Trophies alle fürs Durchspielen und mir fehlt so die eine letzte für alle Puzzles auf dem harten Level lösen oder so. Nee, man muss da spezielle Akten finden in dem Puzzle-Level. Da ist die Tür. Und ich habe 2 Kuben, womit es dann aufgeht. Vielleicht mache ich das noch, wenn dann ein bisschen Eigenmotivation kommt nochmal dazu und wenn die Gelegenheit ist, da gut ein Achievement zu verdienen, motiviert es mich ein bisschen. Aber mir ist es eigentlich auch relativ Wumpe und egal, wenn es nicht klappt. Ja, um auf den anderen Punkt zurückzukommen, ich mag diese Kontrastfarben, die da sind. Ne? In this one 16. Ah, man sieht durch die Kuben auf der Tür, wie viele Kuben man insgesamt sammeln muss. Ich hoffe, dass die Mehrzahl von Kubus Kuben sind, sonst erzähle ich Schwachsinn hier die ganze Zeit. Okay, für den brauche ich 4 und ich habe 2 erst. Wir spielen noch ein bisschen, ne? Oder? Ja, ne? Oh, and one more thing. If you press Y, you bring up the inventory. Okay, now I'm dumb, I swear. 2 Kuben, keine Artifacts und eine Treasure Map. Der erste Instinkt wird hier sein, auf die Welten drauf zu gehen und dann zu drehen. Weil du weißt ja nicht, wo du landen würdest. Okay. Ah. Warum gehe ich auch einfach nicht in die Tür rein, die schon längst offen ist und suche nicht nach 1000 weiteren Sachen? Ich würde sagen, wir machen noch einen Kubus, jetzt wo wir auf der Welt sind und ich mich ein bisschen dran gewöhnt habe. Und dann sollte es für das Video zumindest sein. Diese ganze 3D-Dreherei und jetzt auch speziell, wo ich das Wasser sehe, erinnert mich ein bisschen an Nebulus auf dem C64. Oder es hatte noch so einen anderen Namen für die andere Umsetzung, aber du warst so ein kleines Rüsselschwein, das so diverse Türme hochgegangen ist in solchen Drehbewegungen, wie ich sie hier gerade mache. Also die Welt hat sich gedreht und du warst immer in der Mitte. Es gibt auch in der zweiten Welt von Super Ghouls and Ghosts auch so eine Art Turm, die, glaube ich, eine Hommage wahrscheinlich an Nebulus sein sollte. Und das kleine Rüsselschwein, wenn es dann oben angekommen ist, ist zwischen den Levels dann mit so einem Tauchgerät zu der nächsten Bohrinsel sozusagen gefahren. Ein Leuchtturm. Warum auch nicht? Ah. Ups. Okay. Aber sag ich, da sehe ich einen Kubus. Ups, nee, lass mich mal runter hier. So. Wahrscheinlich die Kunst sein auf den Leuchtturm raufzukommen. Ups, jetzt habe ich mich zu sehr nach außen gedreht. Aha. Oh, was ist das denn? Okay. Oh, das sieht ja echt cool aus. Jetzt so Sonnenuntergang innerhalb des Levels, so mit den stilisierten Geschichten hier. Ich muss sagen, dieser Filfisch hat natürlich für Kontroversen gesorgt, aber der Mann hat auch eine Vision gehabt, die ich finde auch hier echt cool umgesetzt ist. Scheiße, wie komme ich denn?
Oh. Oho. Aha. Okay, komme ich hier runter? Ich kann nicht ins Wasser, ne? Ah, ich kann doch ins Wasser. Oh, ich kann schwimmen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Was erwartet mich denn da hinten? Wahrscheinlich irgendein dicker Hai. Das würdet ihr doch auch erstmal machen, oder? Wenn ihr so die Gelegenheit bekommt. Obwohl wahrscheinlich kommt dann, weil ich jetzt im Kreis schwimme oder so, längst die andere Seite wieder. Ach so, nee, das bringt nichts, ne? Ja, okay. Aber da war ja eine Treppe von unten. Komme ich da irgendwo gesondert rein? Hm. Na gut, ich muss vielleicht irgendwo anders mal einen Schlüssel finden. Ich gehe mal kurz wieder zurück. Ja, je nachdem, wann das Video hier ausgestrahlt wird, ich hoffe, ihr schaut fleißig die weiteren Serien hier bei gregsrpgheaven.de, dem YouTube-Channel. Wir müssten ja noch mittendrin in Sprite Seeing und Soleil sein. Wahrscheinlich irgendwo in Richtung Mitte. Ah, da sehe ich doch was. Wie komme ich denn am besten dorthin? So, ich muss. Ah, oh, und da ist ja noch einer. Das ist ja sehr gut. Oh, mein Öhrchen tut ein wenig weh. Ich meine, mein männliches Ohr, nicht mein Öhrchen. Wer benutzt denn solche Kosewörter? Ich nicht. Okay. Und da ist die Tür. War ich hier schon? Nein, ne? Komme ich hier rauf? Ne, ich muss hier rum. Und dann, Moment, erstmal so, ja? Und dann hier rauf. Und dann hier rauf. Dann haben wir Number 4. Da sind wir auf Halbzeit. Nummer 5. Nummer nicht 5, aber wir gehen hier durch. Wir drehen dann so rum. So. Aha. B. Ding dong. Ring the bell by pressing X in front of it, okay? Wow. Alter. Ah, und ich kann sie in verschiedene klingt auch anders. Je nachdem, wo ich sie drücke, klingt sie auch anders. Das ist eine coole Sache, ja. Okay, wie komme ich denn hier am besten drauf? Ach so, so, okay. Und hier. Das Langhangeln wird auch ein wichtiger Prozess sein, den man sich ranschaffen muss. Es wird immer komplexer. Wir sind relativ am Anfang. Aber gab es eigentlich einen Laufbutton? Der kleine Junge springt mir ein bisschen. Ah, okay. Springt mir ein bisschen zu lahm, muss ich sagen. Kleines bisschen lahm. Oh, mein Mikro aus der Position gebracht. Okay. Nochmal weiter rauf. So, Shadow of the Colossus-Style ohne die Kolosse. Ein bisschen. Oh. Ah, okay. Eine Bombe sehe ich da. Ah, okay. Ich glaube, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das. Gut. Komme ich dann wieder hier rauf? Ah, okay. Hier rum. Ich glaube, diese blauen Türen. Man wird wahrscheinlich die Bombe sich irgendwie holen müssen. Okay, ich kann hier rüber springen. Check this out, it's a bomb. Pick it up, press, but be careful.
Okay. Und sie respawnen dann wieder. Und ich kann hier durch. Wie viel fehlen mir noch? Einer, ne? Und da oben ist der. Da oben ist der. Oh, Glück. Knapp. Okay, okay, okay. Das machen wir jetzt. Ja, ich hoffe, ihr schaut euch auch die anderen Rubriken hier an. Wie das Sprite-Seeing mit Soleil oder... Und der Kubus ist voll. Sehr gut. Und wir haben einen Schlüssel. Da würde ich sagen, für den Abschluss hier werden wir mit dem Schlüssel gleich auf den Leuchtturm steigen. Aber ich will noch die Tür hier vorher sehen und dann sollte es für heute genug sein. Ja, und auch gerne die Gedankensprünge, den Gedankensprung hören, den wöchentlichen Podcast, bei dem ich mich über Themen auslasse, die mir gerade im Kopf so herumschwirren und manchmal von einem Gedankengang zum anderen herumspringe und wieder zurück. Verdammt, ich wollte doch eigentlich nur in den Leuchtturm. Und jetzt bin ich gerade dabei und sammel Kuben, wie blöde. Ich bin ein Kubist. Was sagt die Uhr denn jetzt? Ach, dann wird die Ausgabe ein bisschen länger. Whatever, ne? Wir haben ja Zeit, oder? Außerdem ist ja ein YouTube-Video. Wenn ihr das nicht ganz fertig gucken könnt, YouTube merkt sich ja, wenn man mal... Ups. Wenn man mal gespeichert hat. Oder wenn man mal bei einem Video aufgehört hat. Nee, wo war ich? Da unten wollte ich hin. Und macht dann von der gleichen Stelle aus weiter. Oh. Das war nicht so richtig... Ups. Hier, ich muss an den Ecken, sonst kann ich nicht drumherum. Oder? Ah, okay, okay. Und hier oben durch die Tür erstmal, dann kann ich erst wohl runter. Und das Runterhangeln nicht vergessen, ist auch ein wichtiger Skill. Oh, shit, 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 shit. Das war nicht so. Das war nicht so gut. Hier muss ich wieder rumdrehen. Und ich muss nochmal oben durch die Tür. Ja, wenn man einmal mit diesem 2D-3D-Konzept ein wenig vertraut ist, dann glaube ich, man denkt, oder vielleicht agiert man, man agiert fast schon schneller, als man denken kann. In manchen Begebenheiten. Was ist das denn? Das ist ein Riesenkubus. Oh. Das bringt mir nichts, aber ich glaube hier. Okay, und dadurch, dass ich den hier geholt habe, muss ich wahrscheinlich wieder einen kleinen Aufstieg hier machen. Und da oben durch die Tür wieder rein. Und hier rüber. Und hier rüber. Und hier rüber. Okay, okay, okay. Ich komme mir gerade sehr gechillt vor, muss ich sagen. Gamer Picture. Oh, 4 Cubes auf einmal. From the door we saw earlier, you know? With one just outside of your village. Look, it's a little gate. They can take you back to the closest warp gate. But they only work one way. Okay, dann... Dann wird das der Abschluss. Dann gehen wir nicht in den Leuchtturm, sondern... Wir werden diese Tür öffnen, die wir jetzt aufmachen können. Und dann sollte es das für heute gewesen sein. Ja, ich komme mir gerade sehr gechillt vor, dadurch, dass ich das mal ein bisschen anders versuche. Wie gesagt, geben wir mal Feedback, ob euch diese Art vielleicht ein bisschen besser gefällt oder nicht. Ich glaube, ich muss eventuell eine Art Mittelweg finden. A warp gate. This one isn't working right now. You have to find the other gates first. They will connect to one another. Okay. Ah, doch der Leuchtturm, oder nicht? Oder? War das der Leuchtturm hier? Ich komme schon ganz durcheinander, wo wir dann gewesen sind. Wahrscheinlich muss ich eine Art Mittelweg finden, zwischen gechillt sein, Informationen vermitteln und entsprechend meinen, ja mittlerweile nicht nur Griechen-Charme, sondern auch griechisch-deutschen Charme dann spielen zu lassen, jetzt wo ich auch offiziell dann Germane bin.
Aber dafür sind diese YouTube-Videos ja auch da. Das sind ja nicht nur für mich, damit ich mal hobbymäßig ein bisschen was mache, ein bisschen Spaß habe, sondern man kriegt ja nicht immer die Gelegenheit, moderativ immer für was anzustellen. Und ich meine, also jeder, der mal, mittlerweile kann das ja, können das ja viele Leute machen, da mal vor der Kamera sich mal ein bisschen ausprobieren. Es ist gut, wenn man dann so Ängste. Ach nee, hier bin ich gerade rausgekommen, oder ne? Wenn man Ängste abbaut, indem man sich einfach so ins kalte Kamerawasser dann stürzt. Aber ich kann mich erinnern, das erste Mal, als eine Kamera lief und ich frei sprechen musste, war ich doch sehr nervös, vor allem eben, weil ich das Gefühl hatte, oh Gott, jetzt kommt es drauf an, jetzt musst du aber. Und dabei sozusagen nicht locker genug gewesen bin, um dementsprechend meinen eigenen Typ darüber kommen zu lassen und wie ich agiere und reagiere. Und das ist ja nicht unbedingt Sinn der Sache. Oder auch wenn ich, was weiß ich, eine Rolle spielen muss. Ich bin jetzt nicht wirklich wahrlich ein Schauspieler, aber wenn du dich darauf konzentrieren musst, eine Rolle zu verkörpern, dann solltest du im besten Fall das auch so entspannt machen können, dass das der Hauptaspekt wird und eben nicht die Tatsache, dass du Panik vor der Kameralinse hast und dass sie jede deiner Bewegungen aufnimmt und oh Gott, bloß das nicht sieht und das nicht sieht. Und wie gesagt, dafür sind diese Videos für mich zumindest auch da, dass ich die Gelegenheit nutze. Ups, nee, so musste ich rauf, ne? Dass ich die Gelegenheit dann nutze, auch mal für mich mal auszuprobieren, sich mal auszuloten, was man vor der Kamera anstellen kann, wie man es anstellen kann, dass der A, Ä und M-Quotient schön runtergeht. Weil das passiert ja, damit man entsprechende Denkpausen dann füllen kann und dass die Sprachmelodie nicht davon unterbrochen wird. So bei meinem ganzen Gerede übrigens, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin sollte. Der hat doch gesagt, in deinem Dörfele gibt's eine Tür. Ich bin jetzt extra ins Dörfele zurückgegangen. War es da oben? Nee, hier habe ich den Kubus bekommen, ne? Komm, wir brauchen noch einen vernünftigen Abschluss hier. Ich kann ja nicht einfach sagen, so und jetzt hört's auf. I don't do it again. Oder meint er die Türe nahe meines Dorfes? Nice hat. Ja, so einen hast du nicht, ne? Ne, dann gehe ich mal wieder. Ups. Ich gehe mal wieder runter. Ups, scheiße. Ah, ich habe ja vergessen, ich darf nicht von allzu weit runterfahren. Ist ein bisschen wie bei Flashback, ne? Da gibt es ja auch bei dem Prince of Persia Nachfolger. Dem inoffiziellen oder Another World besser gesagt und dann Flashback, ich beide sehr gern gespielt habe, eventuell auch Gegenstand eines anderen Videos dann. Die hatten auch ihre natürlich eher 2D-Rätsel anstatt 3D-Rätsel, aber da musstest du dich darauf konzentrieren, aus einer gewissen Fallhöhe darüber nicht hinauszusteigen, weil dann. Ups, nein, 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 falsch. Oh, richtig. Puh. Glück, dass man in der Luft drehen kann. Dass du eine gewisse Fallhöhe nicht überschreitest, sonst darfst du den Level von vorne anfangen und es kann schon arg knackelig werden. Um da mal ein Wort zu schöpfen. Okay, gehen wir mal hier rein. Ich will jetzt zumindest ein vernünftiges Ende haben. Natürlich. Bei meiner ganzen Erzählerei, ich habe einmal zu wenig gedreht. Okay. Dann ist das der Punkt, an dem wir unser Abenteuer mit Faz beenden. Ich werde jetzt durch diese Tür gehen, aber wir werden nicht mehr sehen, was dahinter ist. Ich werde es sehen, aber euch nicht erzählen. Das solltet ihr euch vielleicht sozusagen darauf vorsparen, wenn ihr das Spiel selber angehen wollt. Ich gehe durch die Tür, wir beenden die Anspiel. Anspiel, ja. Wir beenden die Anspiel-Session und ich bin dann gleich zurück mit einem kleinen Vorfazit. Ja, gut. Bis gleich. Puh.
So, und damit wären wir zurück aus Faz. Ein Spiel, vielleicht hat sich das ja nicht nur meiner neuen, selbst auferlegten, entspannteren Redensweise dann so angepasst. Vielleicht habe ich mich auch dem Spiel selber ein wenig angepasst, weil das war doch schon ein, ja, dadurch, dass man nicht die Möglichkeit hat, aktiv, was weiß ich, dass man Gegnern ausweicht und dann ständig das Damoklesschwert des Todes dann vor seinem Schädel schweben hat, ein bisschen so eine gechilltere Atmosphäre. Es ist eben gepuzzelt pur, ne, mit Perspektivenwechsel und allem drum und dran. Und ich sag dafür, also ich finde den Grafikstil echt cool. Mir hat schon Cave Story eben seinerzeit gefallen. Und jetzt sowas hier zu sehen, das eigentlich ausschaut wie ein wirklich sehr mit einem sehr eigenständigen Stil gebautes 2D Adventure-Game, ne? Also nicht Adventure im klassischen PC-Sinne, aber so ein Abenteuer-Action-Adventure Spiel, dass es trotzdem sich in die 3D-Welt drehen lässt und das dann dafür benutzt wird, um Rätsel zu lösen und coole Level aufzubauen. Das ist eine coole Nummer. Und genau diese Art von Spielen sind es eigentlich, auf die ich unter anderem mit abfahre. Ich mag eben natürlich gern auch so klassische Adventures in der Richtung, dass man viel mit der Story lesen kann, aber ich bin auch natürlich ein Puzzle-Fan, speziell wenn man das dann miteinander verknüpfen kann mit beiden Genres. Hier hast du natürlich dann mehr Gepuzzle als Story, aber auf eine clevere Art gemacht, die du in einer Handvoll Spielen vielleicht mal so in Ansätzen gesehen hast. Es gibt auf der PSP ein Sega-Spiel namens Crushed. Glaube ich, das sorgt dann auch dafür, dass man sozusagen die 3D-Feld per Knopf auf 2D runterklappen kann, damit man gewisse Passagen dann rübergeht. Dann werden, was weiß ich, so auseinandergeteilte Brücken dann so zusammengeführt in 2D, dass du rübergehen kannst und dann wieder in 3D. Dann ist es wieder auseinander, das wird nie passieren können, aber du hast diesen 2D-3D-Wechsel dafür benutzt. Kann sein, dass das hier ein wenig nah rankommt, aber ich habe Crushed noch nicht probiert. Das ist mir nur jetzt in dem Kontext einmal eingefallen. Aber hey, nach dem kurzen Anspielen, also für die 400 Punkte, hat es sich auf jeden Fall gelohnt und ich hätte eigentlich auch locker 800 dafür ausgeben können, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, je nachdem, wie ich reinspiele. Das Spiel hat nicht nur grafischen Stil, das hat auch eben coole Ideen schon zu Beginn, was das Leveldesign angeht, und es kann nur weiter nach oben gehen für mich gefühlt dann dort hier. Also nicht in dem Kontext, dass wir erst ganz unten bei der Spielqualität sind und dann es weitergeht, aber es zeigt schon von Anfang an Potenzial, so wie es geschrieben ist, so wenig die Texte dann auch da sind, aber so wie es strukturiert ist und designt ist, dass da wirklich noch jede Menge auf einen wartet und man zumindest etliche entspannte Stunden dann speziell an kalten Tagen, also wo man nicht dann unbedingt gern draußen rumläuft und speziell im hohen Norden hier bei mir, wo alles dann meist verregnet ist, gern mal sich dann entspannt mit einem Glas Chianti dann hinsetzen kann und Faz oder Fez auf gut Deutsch dann durchhackt. Gut, das soll es gewesen sein für die erste Ausgabe des Indie-Specials. Wir werden, wie gesagt, zurückkehren bei der nächsten Ausgabe mit Hotline Miami. Da werde ich wahrscheinlich ein bisschen gewaltbereiter als bei dieser entspannten Session dann daherkommen. Und ich werde natürlich dann meine Moves auspacken, wenn es soweit ist, für Katawa Shoujo. Verdammt. Ich hab mir vorgenommen, dass ich den Namen richtig aussprechen werde, weil mir wurde das gesagt, dass ich habe Shoujo gesagt, aber es ist Shoujo und jetzt habe ich wieder versemmelt. Also, meine Real-World-Skills darauf anwenden, dann die ganzen Chicks klar zu machen bei Katawa Shoujo. Aber das folgt an einem anderen Tag. Ich war der Gregor, das war Gregors Gaming Gyros und bis zum nächsten Mal sage ich ciao, ciao, bye, bye und Feliz Navidad. Nee, das heißt fröhliche Weihnachten auf Spanisch. Bis dennsen.